B3.6. Die Winkel zwischen der geraden G und den Strecken A und BN haben jeweils das gleiche Maß. Berechnen Sie das zugehörige Maß Phi, für das gilt, Phi ist kleiner als 90 Grad. Okay, was muss denn gemacht werden? Das Wichtigste ist erstmal die Aufgabe zu verstehen. Wir haben einen Winkel zwischen der geraden G und den Strecken A und BN. Na, wo sind diese Winkel? Zum Beispiel, der liegt zwischen der geraden G und der Strecke A und BN, beziehungsweise hier. Diese Winkel sind gesucht und die sind auch immer gleich groß. Also das ist jetzt hier die Aufgabe. Die Größe soll berechnet werden. Okay, wie kommen wir drauf? Hier braucht man es im Prinzip, muss man viel suchen, viel ansetzen. Man überlegt sich zum Beispiel, sind irgendwo 90 Grad Winkel vorhanden? Gibt es irgendwo Spezialeigenschaften im Dreieck, die ich verwenden kann? Gibt es irgendwelche anderen Sachen, die ich noch ansetzen kann? Das braucht mir jetzt alles. So, das Schöne daran ist, das zweite Dreieck hier, das Dreieck A2B2C2, das liegt so schön drin, dass hier der Punkt A2 direkt auf der X-Achse liegt. Dadurch sieht man nämlich hier was Besonderes, nämlich ich bekomme hier so einen rechten Winkel rein, also 90 Grad Winkel. Nämlich die Farbe. Also hier habe ich 90 Grad und jetzt kann ich doch sagen, wenn ich die 90 Grad habe und hier oben diesen Winkel C2, CN, BN, BN abziehe und zusätzlich noch diesen Winkel hier unten abziehe zwischen der geraden G und der X-Achse, dann würde genau mein gesuchter Winkel hier übrig bleiben. Ja, also diesen Winkel hier abziehen, diesen Winkel hier abziehen und dann bleibt genau das Fragezeichen übrig. So, 90 Grad kenne ich, das ist super. Wie groß ist jetzt hier der Winkel beim Punkt A? Den kennen wir natürlich auch schon, das ist ein gleichseitiges Dreieck. Damit haben alle Winkel, Innenwinkel im gleichseitigen Dreieck 60 Grad. Der ist also auch schon bekannt. Als letzte Aufgabe bleibt also übrig hier, den Winkel markieren nochmal zwischen der geraden G und der X-Achse zu berechnen. So, jetzt gilt, sobald eine Gerade und Winkel im Spiel sind, gibt es eine tolle Formel. Einen Zusammenhang zwischen der Steigung der Gerade und dem entsprechenden Steigungswinkel. Und es finden wir auch eine Formelsammlung, hier in dem Fall Seite 4. Ja, so, jetzt kommt's. Ja, da gibt es die schöne Formel, die Steigung m ist gleich Tangens Alpha. Und hier in der Zeichnung sieht man drin, wo der Alpha liegt, nämlich genau zwischen der Gerade und der x-Achse. Und das ist genau hier dieser Winkel, der uns noch fehlt, zwischen der Gerade und der x-Achse. Also benutze ich diese Formel, um diesen fehlenden Winkel unten dran noch zu berechnen. Es folgt, Tangens Alpha ist gleich die Steigung der Geraden und die Steigung dieser Geraden, die kennen wir ja. Muss ich noch ein bisschen hochscrollen, ganz am Anfang. Ja, in der ersten Angabe finden wir sie. Y ist gleich 1 Fünftel x minus 1. Das Form x, das 1 Fünftel, das ist die Steigung. Ich rechne es gleich eine Kommazahl um, haben wir auch schon öfters gemacht. Also Tangens Alpha ist gleich 0,2. Ja, das x nicht mitnehmen, gehört nicht mehr zur Steigung. Das ist nur das m. Steht ja auch hier. Na, ich habe es andersrum aufgestellt, aber ist ja wurscht. Kann auch 0,2 ist gleich Tangens Alpha schreiben. So, das wird jetzt aufgelöst. Entweder benutzt den Solver und löst es auf, oder mit Tangens hoch minus 1 kann man das auch über einen Taschenrechner, Taschenrechner machen. Und dann kommt raus, dass das 11,31 Grad sind. Wunderbar, damit ist jetzt auch der untere Winkel bekannt. Ich schreibe hier noch schnell rein. 11,31 und damit bleibt jetzt nur noch ein Schritt übrig. Wie nennen wir den Winkel? Ach, Phi heißt er, ja genau. Phi ist gleich 90 Grad minus die 60 Grad vom Dreieck minus die 11,31 Grad vom Steigungswinkel. Taschenrechner eintippen, ausrechnen und dann kommen raus 18,69 Grad. Ja, und das ist unser gesuchter Winkel und damit ist die Aufgabe zu Ende.